Niklas ist da ein ganz professioneller und sehr guter Partner. Und es hat sich also bis heute bestätigt, dass das der richtige Weg war. Für Bauteile, elektrische Bauteile, ist für uns E-Class der Standard und den haben wir versucht mitzuformen. Wir haben festgestellt, dass wir über eine standardisierte E-Class-Abbildung aller relevanten Produktmerkmale eben auch die Engineering-Prozesse und sogar Produktionsprozesse optimal unterstützen können. Wir machen Projekte mit vielen Unternehmen, die auch E-Class Advanced unterstützen, je nachdem, was das Unternehmen selbst auch gerne haben möchte. Es ist so, dass wir auch daran mitarbeiten können und unsere Interessen dort eben auch ideal berücksichtigt werden. Die Hauptgründe dafür waren natürlich, dass wir eine Klassifizierung gesucht haben, die unsere Anforderungen an Datenqualität und Datentiefe erfüllt. Für alle unsere Produktdaten erfassen wir die Daten nach E-Class Standard. Alle 3D-Modelle, alle Funktionspunkte, alle Merkmale werden dementsprechend beschrieben und bei uns hausintern so verwendet. Unsere Anwender brauchen ja qualitativ hochwertige Produktdaten, um im Engineering die ganzen Maschinen auch detailgetreu aufzubauen. Und hier braucht man einen einheitlichen Standard, damit der Aufwand für die Produktdaten nicht ins Unermessliche wächst.